Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Krokette. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Und die Community hatte sich letztens gewünscht, Winter Sea mit Slay at Home. Winter Sea irgendwie sowas. Also eigentlich steht da ein V und kein W. Ja, das hat sich die Community letztens gewünscht und das können wir machen. Also eine Live-Performance wurde sich gewünscht. Ich habe jetzt eine Metal Injection. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Live-Version ist. Ich habe jetzt auf die Schnelle auch keine andere Version gefunden, aber ich bin sehr gespannt. Die Band soll ursprünglich irgendwie Landschaftsbilder versucht haben, in Form von Metal zu machen. Fand ich sehr faszinierend. Da sind auch sehr viele Genres vertreten. Post-Black-Death-Metal. Aber das Ganze soll sich in einem Progressive-Metal wiederfinden. Die Sängerin, wir haben hier eine weibliche Sängerin, soll auch die Screams und Growls sehr gut beherrschen. Und da bin ich sehr gespannt. Ich habe von der Band noch nie was gehört, aber ich habe gesehen, da haben schon viele, viele Leute drauf reacted und ja, warum sollten wir uns als deutscher Reactor da nicht mit einreihen? Und von daher lassen wir uns überraschen. Ich bin sehr gespannt, ihr hoffentlich auch und wir springen direkt rein ins Video. So, ich bin sehr gespannt. Eine Frau, die Screams und Growls und auch sehr gut beherrscht. Lassen wir uns mal überraschen, wa? Und ab geht die los. Hey. Leicht asiatischer Touch. Eine Asiatin. Es klingt jetzt blöd, ich bin mir, es klingt komisch, wenn ich das jetzt sage, aber ich bin mir jetzt nicht, also ich, es klingt super, aber ich bin mir nicht gerade sicher, ob der Sound mit dem Gesang gerade so harmoniert. Es klingt irgendwie so unterschiedlich, ob es beabsichtigt ist oder nicht, aber mal gucken. Der Song geht ja 10 Minuten, dann würde ich sagen, ab geht's. Aber die Stimme von ihr ist geil. Geil. Also es klingt nicht verkehrt, was sie da macht, ne? Also so Screams und Growls klingen echt fetzig. Ich bin immer wieder fasziniert, wie Leute sowas durchhalten. Jetzt hat sie wieder ihre Clean-Stimme. Also dieses Switchen hin und her. Also Respekt an die Musiker, die das auf die Reihe kriegen. Ja, sowas ist geil. Wenn man sich das Gesicht von ihr gerade anguckt, sieht das total easy aus, was sie gemacht hat, ne? Bei diesem Screen. Na, warte.
guck mal hier, das sieht aus, als das wäre total easy. Humor hat's, da finde ich gut. Genau, jetzt wieder ernst gucken. Na, jetzt. Ich bin haut so weit raus jetzt. Komm schon. Hau mich weg. Also die Sängerin ist echt faszinierend, war also wie die mit den Stimmen das so macht und nicht außer Atem kommt oder irgendwie in Stottern vor allem. Fast geil. Stand ja gerade befallen zu den Meeressongs? Ach, Full Performance. Na gut, dann hauen wir halt so raus, ne? Ich glaube, die dürfte mich auch mal anschreien. Ist ja geil. Hat einen schönen Rhythmus.
klingt so geil. So schön wandelbar. Wechsel war von den Drums, Alter. Bop, 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 bop. Bop, bop, bop. Geil. Me. I say it. Das ist so geil, dieses Bing. Ich mag sowas. Gut, jetzt können wir doch durchlaufen lassen. Ja, das waren Winter Sea mit Slay at Home. Scheinbar zwei Songs oder drei Songs. Ich glaube, zwei Songs. Ja, hat schon Spaß gemacht. Also die Sängerin hat auf jeden Fall eine schöne Stimme. Wie gesagt, der Anfangspart war für mich etwas komisch. Es wirkte nicht so, als würde es so auf einer Ebene sein. Als würde es irgendwie komplett zwei verschiedene Lieder sein, der Anfang. Aber, also großartig, hat extrem viel Spaß gemacht. Ich kannte die Band vorher auch noch gar nicht, von daher eine schöne Empfehlung. Danke an die Community, geht raus auf jeden Fall. Und aber bevor ich es vergesse, haut immer wieder Vorschlägerinnen, auch wenn es dieselben sind. Ich schaffe es einfach nicht mehr alles zu beantworten, es tut mir sehr leid. Ich versuche es, aber es ist einfach mittlerweile echt fast unmöglich, aber ich bleib dran. Aber gönnt euch auf jeden Fall das Video nochmal, natürlich Link zur Band. Nase juckt. Link zur Band, zur Videobeschreibung, um Video in der Videobeschreibung. Ich will es auch gar nicht so lange in die Länge ziehen. Ich will eure Meinung natürlich ebenfalls noch gerne wissen. Haut es in die Kommentare. Ich fand es großartig, die Sängerin. Sie hat auch schön Humor zwischendurch, mal wenn sie nichts zu tun hatte. Geil, aber dieses geil. Also wenn man so zwischendurch mal macht, hasst sie mich auf jeden Fall. Dieses Screams. Ja. Werde ich nicht mit warm, wird wahrscheinlich nie meins werden. Also entweder extrem hoch oder extrem tief oder normal. Aber Screams finde ich immer sehr anstrengend. Schaffen nur wenige, wo ich sage, okay, es klingt ja wirklich annehmbar oder gut oder sehr gut. Aber das ist schon fast unmöglich. Also zumindest bei mir. Aber eure Meinung bin ich sehr gespannt. Haut es in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder für eure Aufmerksamkeit. Und wer es bis hierhin geschafft hat, viel liebe Grüße. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.